Es gibt die alte Formel aus den 1980er Jahren, für Social Shaping of Technology. Also dass gewissermaßen soziale Bedingungen technologische Entwicklung prägen. Das war zum einen so die Perspektive dann in Deutschland später der sogenannten Technikgenese, Forschung und Entwicklung, also soziale Bedingungen im allerweitesten Sinn, ob das gesellschaftliche sind, ob das organisationsstrukturelle sind oder mikrosoziologische Bedingungen, das ist dann sekundär. Und umgekehrt aber zwischenend technologischer Entwicklung und der gesellschaftlichen Entwicklung und den Faktoren, die ihrerseits auf technologische Entwicklung wirken gewissermaßen, besteht so etwas wie ein Rückkopplungsprozess. Technologieentwicklung schafft gewissermaßen gesellschaftliche Strukturbedingungen im Sinne von Institutionalisierungsprozessen. Also ganz konkret, Wissensbestände werden neu kreiert, die sich etablieren. Es werden sozusagen, ja ganz konkret, soweit ging das dann, Lehrpläne für Ingenieursausbildung, Technikerausbildung kreiert. Es entsteht im allerweitesten Sinn ein neues koordiniertes Handlungsfeld für Akteure im Zuge der Entwicklung einer neuen Technologie, für Akteure, die vorher eigentlich, salopp gesagt, herzlich wenig miteinander zu tun hatten. Also so, dass dahinter stand die alte, uralte, aus meiner Sicht eigentlich soziologische Basisfrage, wie eigentlich koordiniertes Handeln heterogener Akteure, heterogener Interessen zustande kommt. Und der Mechanismus, der da möglicherweise nicht immer, aber doch in bestimmten Bereichen und unter bestimmten Bedingungen entscheidend ist, kann eben Technologieentwicklung sein. Dass sich bestimmte heterogene Akteure auf eine bestimmte technologische Zielsetzung verständigen, dahin gewissermaßen sich orientieren und die daraus sich ergebenden Kooperations-, Entwicklungs- und Handlungsbezüge dann sich verfestigen gewissermaßen, also quasi institutionalisiert werden. Also das wäre im allerweitesten Sinn eine generelle Perspektive auf auf Technologieentwicklung im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Bedingungen. Also ein Treiber in dem Sinne, dass gewissermaßen die Wissenschaft und die dort sozusagen agierenden Akteure natürlich Entwicklungspotenziale und Nutzungspotenziale, Entwicklungspfade oder neue Technologien vorantreiben. Gutes Beispiel ist wirklich die Geschichte mit der künstlichen Intelligenz. Also die KI hat sich ja entwickelt von einer eher symbolorientierten Methodik hin zu neuronalen Netzen, was, soweit ich das verstehe, eine völlig andere Logik ist und was aber einen Sprung in Richtung eher lernende Systeme und so weiter ermöglicht. Das passiert im Labor, ganz ohne Frage. Und da spielen dann sozusagen solche Koordinationsprozesse, die ich vorhin angesprochen habe, Institutionalisierungsprozesse auch, eine ganz zentrale Rolle. Und es gibt in der Innovations- und Technikforschung die berühmten Laborstudien, die also ganz detailliert beschreiben, wie sozusagen da Verständigungs- und Abstimmungs- und Entwicklungsprozesse laufen. Das ist eine. Aber die Frage, ob das, was da im Labor entsteht gewissermaßen, im Experimentierfeld, wirklich in die Realität kommt, da muss man dann weiterdenken und da muss man dann sozusagen eher gesellschaftstheoretische, strukturtheoretische, aber auch handlungstheoretische Zusammenhänge dann berücksichtigen. Wir haben natürlich eine massive Strukturveränderung im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit, ich denke in nahezu allen Ländern. Das ist das, was die Innovationsforschung als das Aufkommen von Big Science bezeichnet. Also das datiert man in der Regel dann irgendwann bezogen auf die USA, vor allen Dingen auf die 40er Jahre. Also der zunehmende Prozess der massiven Verwissenschaftlichung von Technologieentwicklung, also nicht nur das Entstehen von Universitäten, sondern das Entstehen sozusagen häufig auch von staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, Forschungsinstituten, deren Ziel es ist, systematisch Technologieentwicklung, staatlich gefördert, aber teilweise privat gefördert auch voranzutreiben. Und ich glaube, der wirkliche Schub der Verwissenschaftlichung und wie gesagt Big Science als Schlagwort für diesen Institutionalisierungsprozess, das muss man auf die Mitte des letzten Jahrhunderts datieren. Und wir sind gegenwärtig natürlich in einer Situation, also unter dem Label Digitalisierung jetzt, inzwischen hoch ausdifferenzierte Wissenschafts- und Forschungssystem eine ganz zentrale Rolle spielt, was dann international wieder sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also das betrifft die Phasen gewissermaßen der Diffusion
in die Breite, also ob eine Technologieentwicklung, also eine innovative Technologie angenommen wird und auch eingesetzt wird. Zum einen und zum anderen betrifft das dann die konkrete Phase der Implementation, der Einführung dann bei Anwendern. Also bleiben wir jetzt bei Betrieben, die neue Produktionstechnologien beispielsweise nutzen. Also das sind sicherlich dann auf einer, sage ich mal, eher Handlungsebene. Zum einen sind das Bedingungen, die die Entscheidungsprozesse berühren, also die Entscheidungsprozesse der Anwender, die darüber unter sozusagen natürlich auch restriktiven Bedingungen, unter ökonomisch rationalen Bedingungen beispielsweise in Unternehmen entscheiden, ob bestimmte Technologien für sie nutzbar sind oder eben nicht und zu welchen Kosten Technologien nutzbar sind. Das ist, denke ich, auch ein ganz großes Manko der ganz aktuellen Digitalisierungsdebatte. Also hier gibt es sozusagen so etwas wie Komplementaritäten zwischen einerseits dem Potenzial einer Technologie und andererseits den Anwendungsbedingungen. Also aus einem ganz anderen Bereich ist das Beispiel aus meiner Sicht der Entwicklung und des Angebots des Smartphones, also das iPhone vor 8 oder 10 Jahren, das traf perfekt auf gesellschaftliche Gewohnheiten der Kommunikation. Man war gewohnt, schon in Internetkategorien zu denken. Das ist, denke ich, auf der Diffusionsebene ganz, ganz zentrale Bedingung. Also was mir in den letzten Zeit in verschiedenen Falluntersuchungen wirklich immer wieder über den Weg gelaufen ist, ist das, was wir mal als Follow-up-Costs bezeichnen. Also sozusagen, welche Folgekosten treten eigentlich auf, wenn die Betriebe sich 3 neue Roboter an eine Montagelinie stellen? Also auf der betrieblichen, auf der Anwendungsebene, auf der Implementationsebene spielen natürlich sozusagen Arbeitnehmervertretungen, Managementvertreter als ganz entscheidende Akteure eine massive Rolle. Auf der gesellschaftlichen Ebene, eher auf einer Meso-Ebene, sagen wir mal, also Beispiel Plattformindustrie 4.0, und wir sitzen hier bei der IG Metall, spielt natürlich der Einfluss der IG Metall eine ganz, ganz große Rolle. In anderen Ländern ist es anders, da spielen die Gewerkschaften eine extrem nachgeordnete Rolle in dieser Hinsicht. Da spielen dann Arbeitgeberverbände, größere Firmen eine Rolle. Also es ist, wie gesagt, das ist kein zwangsläufiger, es ist alles irgendwo ein Aushandlungsprozess, wenn man sozusagen sich die Situation ganz genau anguckt. Und im Hinblick auf die eigentlichen Innovationsprozesse haben wir jetzt bezogen auf die aktuelle Situation durchaus in Deutschland, aber ich denke auch international, eine Verschiebung im Innovationssystem. Wenn ich das jetzt auf produktionstechnologische Entwicklung beziehe, so hatten wir in Deutschland traditionell sozusagen, oder besser gesagt, war das Innovationssystem von der Akteurskonstellation, die maßgeblich bestimmend war, her eine Situation, dass vor allen Dingen die klassischen Ingenieurwissenschaften anwendungsorientiert zusammen mit Maschinenbau, Elektrotechnik, aber nicht sonderlich sozusagen technologieintensiv, also kein Hightech, sondern immer so anwendungsorientiert die Entwicklung bestimmt haben. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Jetzt kommt plötzlich gewissermaßen die anwendungsorientierte, vor allen Dingen Computerwissenschaft, die Informatik, und fängt an mit unter diesem Label auch Industrie 4.0 vor allen Dingen, aber auch mit dem Schub der neuen Möglichkeiten, die jetzt technologisch gegeben sind, dieses System in ihrem Interesse auch irgendwo ein Stück weit zu verändern. Das ist jetzt ein sozusagen spannendes Thema, was wir unter dem Label Mensch-Maschine-Interaktion diskutieren. Ich denke, das Thema wird sich wie ein roter Faden in den nächsten Jahren, auch gerade mit der Entwicklung autonomer Systeme, von Systemen, die auf Methoden der künstlichen Intelligenz basieren, durchziehen. Ist andererseits ein altes arbeitssoziologisches Thema vor allen Dingen, also sozusagen fortschreitende Automatisierung und welche Rolle spielt sozusagen bei automatischen Anlagen der Mensch, wie ist gewissermaßen menschliches Arbeitshandeln und das technische System, wie findet die Kopplung statt? Also ich würde sagen, wenn Sie nach der Entwicklung fragen, findet erstens eine zunehmende Abkopplung menschlichen Arbeitshandeln von dem autonomisierten, sage ich jetzt mal, technologisch sozusagen vorangetriebenen Prozess statt. Das Abkoppeln impliziert zweitens, dass viele Arbeitsaufgaben
substituiert und übernommen werden. Das impliziert ja sozusagen nicht nur diese Automatisierungsperspektive, was nichts Neues ist, sondern auch diese Autonomisierungsperspektive, dass jetzt nicht mehr nur sozusagen routinehafte, strukturierte Tätigkeiten übernommen werden. Das heißt, der Mensch tritt immer weiter zurück. Arbeit, scheinbar zunächst erstmal, wird offensichtlich weniger, wird substituiert. Aber gleichzeitig haben wir dann das Phänomen, das wäre dann der dritte Punkt, dass sich die Spielräume, der Scope für Arbeitshandeln dramatisch verschiebt und da sozusagen technologisch getrieben auf die Seite des Arbeitsprozesses sowas wie eine Dynamik einwirkt, dass wir völlig neue sozusagen Gestaltungsmöglichkeiten und Gestaltungsnotwendigkeiten für Arbeit auch haben, die wir jetzt möglicherweise noch gar nicht kennen. Wir haben sozusagen neue Koordinations- und Planungsfunktionen, die es vorher so eigentlich gar nicht gab. Und die können im Prinzip sozusagen ein Feld abstecken, was man dann nutzen kann für neue Formen der Arbeit. Also Arbeit verschwindet nicht, das ist so die Generalthese. Und die zweite These wäre eben, dass Arbeit sozusagen neu gestaltet werden kann und sich da völlig neue Perspektiven eröffnen für Arbeit. Es hängen natürlich, und da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, wäre ein neues Thema wahrscheinlich, diese ganze Frage der Entscheidungen von autonomen Systemen einerseits und sozusagen der menschlichen Arbeitsvollzüge andererseits damit zusammen, also die eher ethischen Fragen und so weiter, die dann diskutiert werden. Da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen erstmal. Wir können hier kaum von einem kausalen, deterministischen, das ist der entscheidende Punkt, deterministischen Zusammenhang sprechen. Sondern, um nochmal die vorhin schon erwähnten Kategorien aufzugreifen, wir haben Innovation, wir haben Diffusionsprozesse und wir haben Implementationsprozesse. Und in der Implementation, also in der Entscheidung darüber, wie ich neue Technologien nutze und anwende, entscheiden sich letztlich gewissermaßen die sozialen Folgen im allerweitesten Sinn. Man kann auf einer aggregierten Ebene fragen, also jetzt die Diskussion, die jetzt sozusagen unheimlich ständig präsent ist, wie viel Jobverluste habe ich, wenn ich Roboter einführe oder welche Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt hat die Digitalisierung? Das sind genau genommen Potenzialabschätzungen, jedenfalls jene Studienergebnisse, die hochprominent sind und um den Globus gehen und über die man sich ständig und immer wieder ärgern muss, weil die methodisch zu kurz greifen meines Erachtens und weil die empirisch nicht valide genug sind. Komplizierter wird es dann schon, wenn man versucht, auf der Basis einer Szenarienmethode unterschiedliche Entwicklungstendenzen und unterschiedliche Entwicklungsperspektiven zu analysieren und postulieren, wo dann sozusagen eine ganze Masse von Strukturbedingungen, die wir vorhin schon hatten, ins Spiel kommen und umso vager und umso mit größerer Unsicherheit behaftet werden natürlich dann die Aussagen, wo wird es hingehen. Da sehen wir genau, also Versus ist, das ist die schlichte Antwort, versus Technikdeterminismus. Ne? Diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir sprechen zum ersten von einem Szenario, das nennen wir einfach Substitution oder Automatisierung. Das reflektiert sozusagen ein gängiges Argument in der Mainstream-Debatte derzeit, dass eben doch eine ganze Reihe von Jobs zumindest kurzfristig durch die Einführung neuer Technologien wegfallen werden. Das betrifft, wenn man der Debatte folgt und auch unseren empirischen Befunden teilweise folgt, das betrifft vor allen Dingen einfache, routinisierte Tätigkeiten. Aber keineswegs alle, das ist mir ganz wichtig. Also wir haben da gewissermaßen eine Situation in dem Szenario, dass irgendwo Jobs wegfallen kurzfristig und damit sozusagen Jobs übrig bleiben. Aber ich würde da bei diesem Szenario anschließen, und das ist, wenn man so will, der Common Wisdom der Arbeitsmarktforschung, historisch orientierten Arbeitsmarktforschung, dass sozusagen Technologieschübe immer so etwas auch wie Kompensationsmechanismen im Hinblick auf Jobverluste auslösen. Das heißt, langfristig oder mittelfristig werden neue Jobs entstehen bei erfolgreicher Einführung neuer Technologien, bei einer ganzen Reihe von Randbedingungen, die dann sozusagen auf der Makroebene, auf der aggregierten Ebene gewissermaßen die Jobverluste kompensieren. Das wäre das eine. Das andere Szenario nennen wir Aufwertung oder Upgrading. Das reflektiert so ein bisschen teilweise, wegen mir auch in der normativen Perspektive, so die optimistische Perspektive vor allen Dingen der deutschen Industrie 4.0-Debatte, die davon ausgeht, also Kagermann, um den mal zu zitieren hier, der sagt, wir haben nicht nur mehr Bediener, sondern wir haben Regulierer, wir haben Steuerer, wir haben Gewährleistung, wir haben Experten und so weiter und so weiter.
Das heißt, dieses Szenario impliziert, dass einerseits repetitive, einfache Tätigkeiten auch wegfallen und andererseits die neuen Systeme, die Informationsmöglichkeiten, die damit einhergehenden Qualifizierungsmöglichkeiten, den besseren Überblick, den man durch solche Systeme gewinnt und so weiter, dass die ermöglichen eine generelle Aufwertung aller Jobs. Ein drittes Szenario, das nennen wir Polarisierung. Diese Polarisierungsthematik ist ja auf einer aggregierten Ebene, auf einer Makroebene, vor allen Dingen auch im Hinblick auf Einkommen und Qualifikationsstrukturen auf dem Arbeitsmarkt gewissermaßen ein relativ prominentes Szenario. Wir beziehen das eher so ein Stück weit auch auf die betriebliche Ebene und glauben zumindest, wir haben sie auch, einige Evidenzen dafür in verschiedenen Tätigkeitsbereichen bei verschiedenen Beschäftigungssegmenten zu finden. Also Klassiker sind etwa so Instandhaltungstätigkeiten. Eine vielfach anspruchsvolle Tätigkeit, die aber sozusagen im Zuge der neuen Planungs- und Formalisierungsmethoden, um das mal so zu formulieren, gewissermaßen auseinandergenommen wird. Also Polarisierung meint dann, dass einerseits bestimmte Aufgaben aufgewertet werden, anspruchsvoller werden, manche Aufgaben automatisiert werden und andere Aufgaben von einer mittleren Ebene ausgehend, also abgewertet werden, also eine Schere öffnet sich. Also es ist die Frage, ob das eine langfristige Tendenz ist. Kollegen aus England haben das mal lousy and lovely jobs genannt, also was dann am Ende übrig bleibt. Das wäre das dritte. Und das vierte Szenario ist dann, also das liegt dann quer zu den drei eben genannten, das betrifft mehr oder weniger vielleicht alle. Das haben wir mal ganz pauschal als Flexibilisierung und Entgrenzung bezeichnet. Oder noch anders formuliert, Arbeiten in der Cloud. Gewissermaßen. Dass also Entgrenzung oder Flexibilisierung meint dann eben eine Erosion von Organisationsstrukturen, eine Erosion von zeitlicher Regulation, eine Erosion von Lokalitäten, wo Arbeit eben ausgeführt wird. Das hat innerbetrieblich, finden wir das empirisch, Projektgruppen, temporäre Jobs, sozusagen Auflösung von festgefügten Organisationsstrukturen und vor allen Dingen dann die Debatte, die Sie auch kennen, die überbetrieblichen Entwicklungstendenzen, plattformgesteuerter gewissermaßen Arbeitsketten überbetrieblicher Art, das kann dann landen in ganz prekären Jobs, also die berühmten Crowdworker oder Solo-Selbstständigen oder weiß es, oder anders eben in anspruchsvollen Tätigkeiten und so weiter. Ich denke schon, dass wir in einer Gesellschaftsformation sozusagen in einem System leben, welches ohne technologische Entwicklung überhaupt nicht mehr denkbar ist. Und dann komme ich auf die Gestaltungsperspektive. Also ist ja ein Argument in der Industrie 4.0-Debatte, dass gewissermaßen die neuen intelligenten Systeme in der Lage sind, Ressourcen sozusagen zu minimieren und ihren Einsatz zu effektivieren und so weiter und so weiter. Da ist sicherlich viel dran, aber ich behaupte, es wird viel zu wenig genutzt. Viel zu wenig. Das wäre dann eine Frage nach der Steuerung natürlich. Da ist Politik irgendwo gefragt. Der redet neuerdings von maschineller Verantwortung. Von maschineller Verantwortung, die wir definieren müssten. Aber er geht davon aus, dass gewissermaßen diese autonomen Systeme so etwas wie eine eigene Verantwortung haben. Ich bin jetzt also sozusagen handlungsphilosophisch oder so nicht sonderlich firm, aber ich bin überzeugt davon, dass gewissermaßen der Begriff der Verantwortung ein Stück weit auch sozusagen mit Normen verknüpft werden muss, mit Handlungszuschreibung und Verantwortungszuschreibung, die man so diesen neuen technologischen Systemen nicht zubilligen kann. Also, aber es stellt sich das Problem. Es stellt sich natürlich das Problem. Wenn gewissermaßen Entscheidungen abgeschottet von den Systemen vorgenommen werden und die Konsequenzen überhaupt nicht absehbar sind und auch die Prozesse der Entscheidung offensichtlich völlig intransparent sind, wie Systeme zu bestimmten Entscheidungen kommen und wie sie denn daraus lernen und möglicherweise beim nächsten Mal eine andere Entscheidung fällen. Wie bewältige ich in Zukunft Mobilität? Die Gesellschaft wird immer mobiler, hat die Ansprüche, immer mobiler zu werden, aber die Konsequenzen sind, das sind alles Nebenfolgen, die schwer kalkulierbar sind oder die irgendwann gewissermaßen der Gesellschaft auf die Füße fallen, die sozusagen einen ganz, ganz massiven Regulationsbedarf mit sich bringen. Ja, das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Also ob beispielsweise die neuen Technologien, die bisherigen, auch international, Arbeitsteilungsstrukturen gewissermaßen,
irgendwie wieder verschieben, zu einer Reintegration führen, Globalisierungsprozesse, die es in der Vergangenheit mal gab, vielleicht umkehren. Und auch Branchenstrukturen werden sich verschieben, Funktionen und Berufsbilder werden sich möglicherweise verschieben oder werden erweitert werden. Das ist ein Punkt, der ist aber, wir hatten es gestern auch wieder, wie verändern sich Berufsbilder? Da stehen sich momentan zwei Positionen gegenüber. Der eine gehöre ich auch an, eher eine konservative, moderate Position, kommt auch, glaube ich, vom BIP, das Argument des Upgradings von bestimmten Tätigkeiten und Berufen, Novellierung von Berufsbildern und so weiter als sozusagen jetzt stattfindende Aktivität. Und andere sagen, das bringt überhaupt nichts mehr, in Berufen zu denken. Wir müssen in Kompetenzen denken, wenn dann die Leute wissen, was sie darunter verstehen. Wir brauchen nicht mehr tätigkeitsspezifische Wissensbestände, sondern nur noch Fähigkeiten mit unterschiedlichen Handlungserfordernissen umgehen zu können und diese bewältigen zu können. Das ist eine völlig andere Perspektive. Mit allen sozialpolitischen und arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen, die dann wieder dran. Da sind Verschiebungstendenzen und Erosionstendenzen sicherlich mitgedacht. Und das spielt sicherlich in die Richtung eine Rolle. Ich denke, was die Diffusion, also die Verbreitung von bestimmten Technologien bei unterschiedlichsten Anwendergruppen und in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen anlangt, ich denke, wichtig sind hier, und das ist ein funktionalistisches Argument wegen mir, historisch verkürzt und so weiter mit aller Kritik, aber hier müssen so etwas wie Komplementaritäten oder Wahlverwandtschaften zwischen sozusagen Präferenzen, Bedarfen, Engpässen, die durchaus vorhanden sind bei den Anwendern einerseits und den Möglichkeiten der neuen Technologien andererseits bestehen. Das halte ich für ein ganz zentrales Argument. Das sind viele Argumente, die da eine Rolle spielen. Da spielt der Preis eine Rolle, da spielt die Funktionsfähigkeit eine Rolle, da spielt das Verständnis eine Rolle, da spielt das Wissen eine Rolle, was sozusagen kollektiv vorhanden sein muss. Das ist das eine. Und das Entscheidende zum Zweiten sind dann aber sozusagen die Mechanismen auf der unmittelbaren Anwenderebene, also Mikroebene, Handlungsebene, Entscheidungsprozesse. Und hier sprechen wir seit langem davon, dass jetzt bezogen auf neue Technologien ganz aktuell das, was wir als Einführungsprozesse bezeichnen. Das spielt eine Rolle. Also Einführungsprozesse, das sind einmal die Entscheidungsprozesse der entscheidenden Akteure in einer Organisation, in einem Unternehmen. Zum Zweiten sind das dann sozusagen auch politische Aushandlungsprozesse auf dieser Organisationsebene. Also es sind ja unterschiedliche Akteure, also etwa innerhalb des Managements, unterschiedliche Fraktionen im Management, die unterschiedlich überzeugt sind von bestimmten Technologien. Zum Dritten dann natürlich die arbeitspolitischen Konstellationen hier speziell in Deutschland. Welche Rolle spielt der Betriebsrat? Welche Rolle spielen Gewerkschaften? Sucht ein Management Konflikte oder sucht ein Management Konflikte zu vermeiden und lässt dann die Finger davon? Das sind alles, über wie viel Ressourcen verfügen die Entscheider, welchen langen oder kurzen Atem haben sie, sitzt denen der Controller im Nacken und fragt nach 2 Monaten, was hast du gebracht oder nicht, welches Wissen haben sie und welche Spielräume sozusagen jetzt gemessen am Alltagsgeschäft jetzt im Unternehmen haben die Entscheider. Jetzt kommt irgendwann das Gegenargument, wenn sie Teil einer größeren Wertschöpfungskette sind, stehen sie dann irgendwann unter Druck und müssen gewissermaßen neue Systeme einführen, müssen sozusagen Datentransfer betreiben können und so weiter, was sie dann möglicherweise in eine schwierige Situation bringen kann. Ich würde mal vermuten, dass im Prinzip jetzt auf einer Organisations- oder Betriebsebene diese eher mikropolitisch analytisch zu fassenden Prozesse von den Elementen und von den Mechanismen, die da wirksam sind, her im Prinzip die gleichen geblieben sind. Wobei aber, und das ist jetzt ein Zusatzargument, es wäre eine ergänzende These, dass sozusagen diese neuen Vernetzungstechnologien, also wenn man jetzt mal Digitalisierung oder Industrie 4.0 mit diesen Merkmalen Big Data, Vernetzung und intelligente Systeme erfasst, so sind sozusagen die entscheidenden Akteure jetzt vor neue Herausforderungen gestellt. Die brauchen neues Wissen, die brauchen sozusagen neue Handlungsmöglichkeiten und müssen gewissermaßen in die Lage kommen, solche weitreichenden, dann doch unterm Strich weitreichende Entscheidungen über den Einsatz neuer Technologien, gerade im Hinblick auf Vernetzung
und in Hinblick auf sozusagen Nutzung von Daten und so weiter einschätzen zu können. Also da ändert sich schon. Die Frage ist, ob das mit dem gewissermaßen mit den Alltagsprozessen noch zu bewältigen ist. Also auch eine Akademisierung dann in diesem Fall von entscheidenden von Entscheidungsakteuren. Das gibt's, hatten wir verschiedene Beispiele. In bestimmten historischen Situationen gab es immer wieder sozusagen Entwicklungsschub. Wobei man aber immer sehen muss, der Normalfall von Technologieentwicklung, ökonomisch und auch technologisch, sind inkrementelle Innovationen. Also schrittweise Weiterentwicklung. Die erste These habe ich vorhin schon formuliert, das ist die, dass wir nicht von einem Technikdeterminismus ausgehen dürfen, sondern dass es im Hinblick auf die sozialen Konsequenzen neuer Technologien im allerweitesten Sinn unterschiedliche Entwicklungspfade, unterschiedliche Konsequenzen gibt. Wir haben keinen One Best Way gewissermaßen der Techniknutzung. Also wenn jemand heute hergeht und sagt, also die neuen autonomen Systeme, die erfordern insbesondere eine Form von Arbeitsorganisation, die eben darauf hinausläuft, dass es ein Upgrading ist. Das führt mich zu der zweiten These, dass eben die Nutzung, nein, besser die Einführung, die ganz konkrete Ausgestaltung und die Nutzungsform, organisatorische Nutzungsform der neuen Technologien ein Gestaltungsobjekt ist, ein Entscheidungsobjekt. Also wie wir das vorhin hatten, ein mikropolitischer Entscheidungsprozess, der macht zum Gegenstand die Einführung neuer Technologien. Aber das Gleiche kann man natürlich auch beziehen auf die ganz am Anfang erwähnten Laborstudien, die über eher Erfindungsprozesse und Innovationsprozesse handeln, wo ja letztlich auch sozusagen soziale Aushandlungsprozesse und Entscheidungen eine ganz zentrale Rolle spielen. Das wär gewissermaßen der zweite Punkt, der relativ wichtig ist. Und der dritte Punkt, die dritte These, Hypothese, die ich dann formulieren würde, und das kommt mir in der gegenwärtigen Debatte auch viel, viel zu kurz. Es gibt natürlich Barrieren, Grenzen und Hemmnisse der Wirksamkeit und der Einführbarkeit und der Nutzbarkeit neuer Technologien, die man sozusagen sich genau angucken muss, um dann auf der anderen Seite gesellschaftspolitisch die sozialen Konsequenzen wirklich einschätzen zu können. Man kann sozusagen, wenn man in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen und öffentlichen Kränzchen und Kreisen und so weiter die Diskussion verfolgt und auch viele Publikationen liest, den Eindruck gewinnen, das ist eine autonome, gewissermaßen Technologieentwicklung, ein Technology Push gewissermaßen, der gesellschaftliche Entwicklung vorantreibt. Und also etwas sehr kritisch und spitz formuliert, polemisch formuliert, kann man sagen, für viele der Beteiligten fällt irgendwie die Technologie vom Himmel. Also wenn man jetzt auch gerade im Zusammenhang mit der neueren und aktuellen Diskussion über die neuen Potenziale der künstlichen Intelligenz die Diskussion verfolgt, so hat man den Eindruck, da wird gewissermaßen der Schub, der jetzt erwartet wird im Hinblick auf die Anwendungsmöglichkeiten von Systemen künstlicher Intelligenz im allerweitesten Sinn, wird zurückgeführt auf neue technologische wachsende Potenziale, wachsende Leistungsfähigkeit gewissermaßen der Computersysteme, massive Verbilligung der Computersysteme, Vernetzungsprozesse und so ähnliche, Big Data, Nutzungsmöglichkeiten von Big Data Methoden und solchen Geschichten. Es wird aber kaum gefragt, wo sitzen denn eigentlich nun die Interessen und die Akteure und die bestimmten Faktoren, die ja diesen Technologieschub, den ich gar nicht bestreiten möchte, überhaupt sozusagen in Gang gesetzt haben und bewirkt haben. Und da kann man, glaube ich, gerade empirisch, jetzt historisch, am Beispiel der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, doch sozusagen einige systematische und einige interessante Analysen sozusagen betreiben, weil ja das Thema künstliche Intelligenz bis in die 40er Jahre eigentlich zurückgeht. Und immer wieder, gerade aus dieser Domäne heraus, große Versprechungen formuliert wurden und dann gewissermaßen der Hype, wenn es dann einer war, wieder abstürzt. Es gibt auch gerade in der Innovationsforschung ein Konzept, mit dem haben wir auch teilweise schon gearbeitet im Kontext der vorhin erwähnten Mikrosystemtechnikanalyse. Das nennt sich Promising Technology. Also sozusagen ein Technologieversprechen, welches von bestimmten maßgeblichen Akteuren ja definiert, sage ich jetzt mal, oder als, wie es dann in diesem Konzept heißt, Expectation Statement gewissermaßen in die Diskussion, in die Fachdiskussion oder wo auch immer hineingebracht wird und was dann sozusagen als Mechanismus, als Katalysator geradezu wirkt,
woraufhin sich dann die unterschiedlichsten Akteure da sozusagen hin bewegen, daraufhin orientieren ihre Aktionen und ihre Zielsetzungen, also Expectations, also Erwartungen. Marktprozesse sind auch sehr stark von Erwartungen geprägt, von Zukunftsvisionen. Und das spielt in Technologie, bei Technologieentwicklung auf dieser Ebene, die ich jetzt im Blick habe, eine ganz massive Rolle. Der Klassiker ist Industrie 4.0. Diese Vision, die ja sozusagen einerseits schwer zu greifen ist, aber andererseits sozusagen ein Modernisierungsversprechen mit sich bringt, dem sich also sozusagen ein vernünftiger Betriebsleiter eigentlich schwer nur entziehen kann. Also aus meiner Sicht auch, also auf dieser Strukturebene würde ich aus unterschiedlichen Richtungen zwei Entwicklungen zusammenpacken. Das eine ist einerseits eben diese eben erwähnte, ganz grob nur angedeutete ökonomische Strukturebene, also im Wirtschaftsbereich, im industriellen Bereich etwa das Verhältnis von Rationalisierungsmöglichkeiten einerseits und Flexibilitätsanforderungen vom Markt her, also Markt- und Produktionsökonomie waren damals die Kategorien einerseits. Und auf der anderen Seite dann unter diesen ökonomischen Bedingungen die Möglichkeit, bestimmte technologische Potenziale irgendwie aufzugreifen und zu nutzen. Und dann eine sozusagen Technologieentwicklung gewissermaßen voranzutreiben und umzusetzen. Wenn wir über Technologieentwicklung reden, müssen wir, und da insbesondere dem alten Josef Schumpeter folgend, der auch häufig vergessen wird, unterscheiden zwischen verschiedenen Phasen der Technologieentwicklung. Also die Erfindung und die Innovation sind das eine. Erfinder und Innovatoren gibt's immer irgendwo. Also ob das jetzt irgendwie ein Einzelner, der im Kämmerchen sitzt und was erfindet, ist, oder ob das eine systematische Entwicklung eines Robotersystems irgendwo ist, ist das eine. Damit ist aber noch lange keine Aussage darüber verknüpft, wie dieses System oder ob es überhaupt diffundiert. Und zweitens dann, wie dieses System dann in konkreten Anwendungskontexten implementiert und genutzt wird. Also Schumpeter hat da, das ist banal eigentlich, aber hat sozusagen grundsätzlich darauf hingewiesen, wir haben Innovation, die etwa marktorientiert entwickelt werden, aber das ist noch keine Aussage darüber, wie die sich durchsetzen. Also Diffusion ist in dem Zusammenhang die zentrale Kategorie, Diffusionsmechanismen. Und da kann man genau auch sozusagen eher ökonomisch, theoretisch orientierte Überlegungen zusammenbringen mit Überlegungen sozusagen aus der Technikforschung, aus der Innovationsforschung, wo dann gewissermaßen die Faktoren, die ich eben so ein bisschen angedeutet habe, münden in bestimmten pfadabhängigen Prozessen der Nutzung und Weiterentwicklung von Technologie, die dann ihrerseits wieder zurückwirken auf Strukturbedingungen. So kann man natürlich sagen, auf der Erfindungslaborebene sozusagen, gibt es sicherlich ganz generell gesprochen andere fördernde Faktoren als auf der Anwendungsebene. Also auf der Entwicklungsebene ist das, auf der Innovationsebene ist das natürlich abhängig von den Strukturbedingungen des Wissenschaftssystems, vom Wissen, was vorhanden ist, von den Fördermöglichkeiten, die gegeben sind, und den damit zusammenhängenden Einflüssen der Fördermittelgeber vom gegebenen institutionellen Wissenschaftssystem. Also da kommen aber auch schon wieder, wenn ich das richtig überlege, Strukturbedingungen durchaus ins Spiel. Also es gibt ja auch in der Innovationsforschung und darüber hinaus große international vergleichende Studien über Innovationsprozesse, wo eben deutlich und überzeugend herausgearbeitet wurde, dass sozusagen im Ländervergleich, im internationalen Vergleich gewissermaßen die Innovationssysteme oder heute würde man sagen das Ökosystem, das Innovationsökosystem, aufgrund unterschiedlicher struktureller Zusammensetzung, Konstellationen, unterschiedliche Innovationsperspektiven eröffnet und fördert oder andere hemmt. Aber das Argument jetzt auf Ihre Frage war eben, dass man also im Hinblick auf fördernde Faktoren von Innovationsprozessen erstmal sich genau auch das strukturelle Umfeld anschauen muss, also die Struktur des jeweiligen Innovationssystems. Und in der Innovationsforschung wird ja nicht umsonst seit langer, langer Zeit von unterschiedlichen nationalen Innovationssystemen gesprochen, also im internationalen Vergleich vor allen Dingen. Ich würde sagen, dass diese sozusagen die Bedingungen und Strukturen eines solchen Innovationssystems, die Akteurskonstellationen, die Fördermöglichkeiten, wie sind die Labore gestrickt, welche Traditionen gibt es dabei und so weiter, die Innovationskultur, um da mal so einen schwer greifbaren Begriff zu nennen, die drängen Entwicklung in
in bestimmte Richtungen. Also ich würde nicht von Hemmnissen und Barrieren reden, sondern ich würde da eher von Pfadabhängigkeiten reden. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass gewissermaßen, das haben wir jetzt aktuell. Ist es nun Disruption oder ist es keine Disruption? Schiebt die Technologie so schnell Veränderungen an, dass gewissermaßen massive Strukturveränderungen stattfinden? Aber diese Strukturveränderungen können Sie historisch in der Technologieentwicklung wirklich suchen. Schumpeter würde dann sagen, den kreativen Unternehmer gewissermaßen geben, der dann aus den eingefahrenen Bahnen herausspringt und dann wirklich die destruktive Veränderung irgendwie hervorruft. Aber das ist selten. Einerseits gibt es die Potenziale, künstliche Intelligenz, autonome Entscheidungssysteme. Auf der anderen Seite müssen wir von Barrieren reden und man kann die Barrieren so ein Stück weit vielleicht auch sogar klassifizieren. Das sind einmal zum Beispiel ganz schlicht, ja, wie soll ich das nennen, funktionale Barrieren. Das ist der berühmte Aspekt, der in der Literatur auch immer wieder betont wird, den wir aber auch empirisch immer wieder finden, Polanyis Paradox. Das heißt, wir wissen mehr, als wir sagen können. Also das klassische Beispiel über dieses Paradox ist, können Sie erklären, wie Sie Fahrradfahren gelernt haben? Das können Sie nicht, das kann ich auch nicht. Oder anders formuliert, es gibt bis heute, und wenn die Roboter noch so hochintelligent sind, der Griff in eine unsortierte Kiste ist ganz offensichtlich nur oder ganz schwierig nur möglich. Aber sozusagen der Griff in eine unsortierte Kiste ist für Sie und für uns alle überhaupt kein Problem. Also es gibt sozusagen funktionale Grenzen für intelligente Systeme, die sind nicht überall nutzbar. Oder ein mir bekannter, gut bekannter Roboter-Experte hat es mal so formuliert, wir haben also so Systeme, die können auf glatten Boden laufen und in dem Moment, wo es Kopfsteinpflaster gibt, dann fallen sie um. Die These ist, dass diese funktionalen Grenzen natürlich durch die technologische Entwicklung, Innovation hinausgeschoben werden, aber sich möglicherweise komplexitätsbedingt neue ergeben. Das ist das erste Set von Barrieren. Das zweite Set von Barrieren würde ich dann einfach, hat man vorhin auch schon, ökonomische, entscheidungsprozessorientierte Barrieren nennen für die Verbreitung. Also die schlichte Frage eines jeden Betriebsleiters, was nutzt es mir? Was kostet es? Was habe ich für Konsequenzen? Mit was für Konsequenzen habe ich mich auseinanderzusetzen? Das heißt nicht, dass die Systeme sich gewissermaßen gradlinig durchsetzen. Und zum Dritten, und das sind dann so allgemeinpolitische Perspektiven, die natürlich eine Rolle spielen, wie werden sozusagen normativ in der gesellschaftlichen Debatte solche Systeme überhaupt gewissermaßen legitimiert, bewertet?